Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Run. Für Eiweiß. Für iOS. Wir sind momentan bei der zweiten Welt Und wie bei versprochen kommt die Luftschiff. 3 Stunden Pause. Es kommt keine 3 Stunden-Folge. Es Denn kommt eine jetzt kommt nämlich erstmal die 3-Stunden-Folge. verheerende Luftgaleere. Wir stehen auf den Kanonen, das ist praktisch. Oh Gott. Was ist denn für. Boah, hast du die Kombi gesehen? Hey, die Kanonenkugel kann einen hier umbringen. Echt Das ist ja nicht? le. Ha! Ja, Jetzt drück nochmal. schon. Das gibt Style-Punkte. Ja, genau wie du. Ja, ich bin ja auch der Styler. Ja, deshalb gibst du ja auch Style-Punkte. Oh, das ist unfair. Die sind ja gerade rausgekommen, als ich da hoch musste. Ja, einmal versuch noch und dann bin ich dran, ne? Damit wir auch hier mal weiterkommen. Dich auch lieb. Ja, ich weiß. Das will ich auch für dich hoffen. Das willst du auch für mich hoffen. Oh. Das war richtig knapp. Oh. Siehst du, ich bin extra unten lang. Oh. Gib dir die Ding. Mann, ich bin nicht fähig. Du musst kommentieren. Was soll ich denn kommentieren? Was sind das überhaupt für Katzen, diese schwarzen? Die haben wir auch noch nicht Das sind die gesehen. Klexis. Wie? Sind das überhaupt Katzen? Was ist denn das? Klexis. Jetzt ehrlich. Hast du die schon mal gesehen? Ja, Klexis sind das. Wo hast du die schon mal gesehen? Bei dem. Da dem, bei dem Mario. Ich glaube, die waren bei, auch bei dem Mario Bros. Brosch. Ja, ein Fingerfehler hier. Was sind das? Sind das Katzen oder was? Was sind das? Nein, das sind so Kleckse. Ich habe die noch nicht gesehen, Ich glaube ich. glaube, die waren bei. Oh. Nein! Ich hab's fast geschafft noch. Sie haben mich fast Das gerettet. Zurücksetzen ist aber einfach brutal, ne? Ist Ja. halt einfach so, ja, du bist tot. Ja, vor allem, du kannst halt auch nicht. Man denkt immer, vor allem, wenn man dann in dieser Blase ist, dass man irgendwie, keine Fällt Ahnung, schon wieder irgendwo fast in schon die anhalten wird Kanonenkugel oder so. rein. So war das ja bei den anderen Mario-Spielen auch. Dass du irgendwann einfach so auf einer Oh, Stelle. jetzt. Was soll denn das? Dass du irgendwann so quasi auf einer Stelle geschwebt bist und nicht so viel zurückgegangen bist. Aber hier. Aber ganz ehrlich, manche Sachen hier sind echt random. Okay, das passiert so oft. Das ist peinlich. Ja, das Aber mit den passiert echt Kanonenkugeln ist es sehr manchmal ein bisschen random. Ja, da zum Beispiel. Wie sollen wir es denn machen? Ja, besonders du kannst ja nur springen. Ja. Was willst du denn machen? Ich meine, klar, man kann halt irgendwie. Oh Mann. Ich finde das aber nicht sinnvoll. Es ist halt verdammt schwer, ne? Ne, Man darf bei den Kanonen es ist einfach nicht Glück. rüberhüpfen. Dann steigt er darüber. Was hätte mich der Klexi getötet? Ist die wirklich Klexi? Ich weiß nicht. Oh, jetzt hört doch auf. Ja, jetzt bin ich. Ich bin. Ist mein Telefon. Ich Mein bin. Telefon. Ja, und? Ja. Was deines ist auch mein. Ich hab das gekauft. Ja, aber was deines ist auch mein. Ne? Doch. Never. Doch. Alles meins. Sure. Auf. Oh. Ja, das gibt's da. Wow. Oh Mann, diese Das blöde passiert jetzt Katze. echt so oft. Diese. Scheiße, das passiert auch zu oft. Bitte sehr. Oh Mann, wir können doch nicht an diesem blöden Level verzweifeln. Doch. Siehst du doch, das ist kein. Also Wow. ich finde, es ist ja nicht mal jetzt ein Schwierigkeitsgrad. Es ist einfach unfair. Beim normalen Mario kannst du halt einfach mal ein bisschen Ja, beim langsamer, ein bisschen schneller normalen. laufen. Und hier ist halt so. Nee, du hast die Katze überlebt. So weit Das waren wir war noch knapp. nie, oder? Hä? Sieht irgendwie gleich aus wie. Nicht so weit am Anfang zurück. Okay. Ich habe richtig Angst, ne? Boah. Aber man kann die umgehen, indem man Doppelsprung macht. Oder dieses Drehsprung. Scheiße! Ey! Das musst du rauspiepen. Ich piep gar nichts raus. Dafür werde ich ja nicht bezahlt. Für Piepen. Ja.
Außerdem weiß ich nicht, wie das geht. Natürlich, du musst einfach einen lauten Piepton darüber machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Haben wir nie was. Diese Katze, ne? Also dieser Klecks. Für mich sind das irgendwie Katzen, ich weiß auch nicht warum. So First Impression, so Katze. Das du bleibt bist auch einfach. So eine First Impression Katze. Hey, du wärst fast gestorben in deinem Blasen. Ich bin voll gut. Du bist schon voll gut. Weil ich das so voll abgewendet ich glaub, habe. Ich glaube, man spielt es doch ein bisschen zu hastig einfach. Ja, man ist einfach zu hektisch. Man denkt immer, nicht sterben, nicht sterben, aber nicht sterben, nicht sterben. Ja, lass das Telefon. Ganz ruhig. Jetzt zeigt dir der Meister mal, wie wir es mal ganz gechillt das Level durchspielen. So, hier, zack. Erstmal, ich meine, das ist natürlich kein Problem, wenn wir jetzt in die Kuh da, ne? Das passiert... Das passiert den Besten der Besten, dass sie mal gegen so eine Katze gegenrennen. Dann war eine Kugel eben. Oh shit! Die Katze des Todes! Man geht doch jedes Mal wieder oben lang, weil man es einfach nicht checkt, dass die gleich kommen. Jetzt noch! Nein, jetzt! Nein! Die Kugel! Nein! Kugel. Oh Mann! Wir können ja an diesen blöden Level verzweifeln! Also wir können schon. Was passiert, wenn man gar nicht drückt? Was? Dann stirbst du, weil du runterfällst. Stimmt. Wow. Stimmt. Ich gehe jetzt nicht oben lang. Unten ist auch nicht viel einfacher. Ja, aber man kriegt eine... Oh Gott. Diese Kugeln! Was macht man gegen diese Kugeln? Das passiert immer. Aufhüpfen. Das war wirklich unfair. Und das war richtig knapp. Ich habe nur noch einen. So macht man das. Bitte Ziel, bitte. Bitte. Gib mir das Ziel. Oh, ich war schon weiter und da war nämlich das Ziel. Warum, wieso sind wir denn so blöd für dieses Level? Ja. Weil wir zu blöd sind zum Leben. Es ist einfach so. Oh Mann. Du bist tot. So, wusstest du was? Du bist tot. Wir können so glücklich sein, dass es hier nicht den Mario-Count, dann geht der einfach runter und so Game Over. Ja, das stimmt. Das können sie auch nicht machen, dann kriegt man ja Depressionen. Okay, da gehen bestimmt ein paar Handys dran zum Bruch. Kennst du noch Flappy Bird? Da drin sind doch auch... Konzentriere dich lieber weniger auf Flappy Bird und mehr auf das Spiel. Wurde das Spiel nicht verboten? Nein, der Entwickler hat es nur rausgenommen. Weil er irgendwie Todesdrohungen bekommen hat. Ich bin auch fast gestorben wegen Flappy Bird. Wie, du bist gestorben wegen Flappy Bird? Nein, also ich hab nicht auf die Straße geguckt und hast du gespielt, während du gefahren bist. Ganz ruhig. Pass auf, du musst locker angehen, ich zeig dir. Bist du ganz locker? Du bist eins mit dem Todd. Vielleicht sollte man Mario spielen, dass es viel einfacher ist, weil Todd... Rennt ja schneller, ne? Aber Todd ist halt einfach cool. Ja, jetzt machen wir hier eins mit dem Todd und so. Oh, ja, ich bin eins mit dem Todd. Und will Todd nur nicht eins mit dir sein, oder was? Doch. Todd hat mich lieb. Mhm. Ja. Okay. Shit. Man verfällt immer so richtig in Panik. Volle Konzentration jetzt. Volle Konzentration. Oh Gott. So weit weiß ich auch noch nicht. Oh, das muss das Ziel. Da habe ich schon. Ah, ein Cooperling. Ich hau dich! Oh Gott. Du hast nur noch einen. Wie sollst du das denn schaffen? Ich muss irgendwie auf den Kopf jumpen. Bam. Oh, dreimal. Ja. Lauf tot! Oh Gott, das war ja richtig heftig schwer. Ich glaube, wir haben uns blöd angestellt bei dem Level. Sehr blöd. Ah, eine Schatztruhe, schön. Sterne und oh, ein Todd Rally Ticket. Achso. Oh, ich dachte gerade, ich muss einsammeln. So richtig panisch. Was ist denn was? Hä, jetzt hat der hatte so im Spiel hat er ja nicht so Knöpfe, oder? Guck mal. Knöpfe da? Sind neu. Hä? Das sieht ganz anders aus. Ja. Ich dachte, das ist gar kein Klecks. Das sieht aus wie ein Ninja irgendwie so. Was ist es? Ein Ninja. Klecks, klingt süßer.
Oh Mann. Yeah. 10 Stück? 10 Stück. Und 2 Hammer? Ah. Ja, mit denen kann man Kacke wieder wegmachen, wenn man Blödsinn gebaut hat. Nee. Nee. Nee, pass auf. Ich zeig dir, wie man die benutzt. Oh, dafür braucht man 2 Hammer? Verstehe nicht. Bam, bam, bam. So, das hätte mir irgendwie mehr Bums erwartet, so ein bisschen mehr so. Bam, bam, bam. Und ist kaputt. Das ist irgendwie nicht befriedigend. Können wir jetzt ein neues Haus bauen? Ja, aber wenn, dann wollen wir die hier. Ja. Aber die sind ja nicht drin. Das Toilette-Haus. Brauchen mehr Tots. Boah, 200. Das sind viele Tod-Rallys. Wollen wir gegen einen Rally spielen? Kannst du ja, du hast doch gar keinen Tod-Rally gespielt, oder? Okay, ich spiele die Tod-Rallygen des Todes. Wen soll ich wählen? Austin? Ne, nimm mal direkt hier. Chinesisches Schriftzeichen? Nee, nimm den mit 747. Nein, der ist doch voll gut. Ich nehme hier lieber Austin, oder? Oder GoSurf. Nee, nimm mal Chinesen. Wie fies wir sind, dass sie einfach nur Chinesen nennen. Ja, was nimmt man auf solche Schriftzeichen, ne? Also, kann halt keiner lesen. Warum schreibt nicht jeder mit Arabischen? Ja, kann halt keiner lesen. Egal. Das Level kenne ich. Boah, das ist voll der Style. Boah, Style. Okay, das war kein Style. Sehr schade, aber da ist wieder Style. Das war Style. Hey, du hast den blauen Styler-Stern. Jetzt schon. Und jetzt hast du den blauen Styler tot. Boah, das war schon wieder. Boah, Style. Wow. Ich weiß nicht, wie albern mit dem Style. Ich hab verkackt, weil ich den da unten nicht gekriegt habe. Du brauchst einfach mehr Style, würde ich sagen. Das ist der Trick. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Du brauchst einfach mehr Style. Aber du hast nur 5 Tots unten, ne? 2 rote und 3 blaue nur. Also ganz so viele Tots sind's nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hast du schon 6 Tots, aber so wirklich viele Tots waren das jetzt nicht, ne? Nicht wirklich, ne? Ja. Boah, er hat mehr Tots, oder? Nee. Das wird richtig spannend. Doch, also jedenfalls knapp. Ich glaube, er gewinnt. Ja, er gewinnt. Hä, ich hab gewonnen? Nee, jetzt zählen nochmal die Tots dazu. Und ja, aber jetzt, ich hab mehr. Richtig gut. Das war aber schon knapper als sonst. Aber guck mal, jetzt die Tots da unten, die sind verzweifelt. Und so, wir gehen zum Sieger. 92. Ja, brauchst du nur noch viel mehr. Hallo? Hallo? Ich war voll gut, ja. Okay. Ja. Was war eine Deko? Ich will eine aussuchen. Aber es ist meine Welt. Ja. So, was haben wir denn? Oder noch ein Tod-Haus. Die Blauen haben noch kein Haus zum Leben. Okay. Die brauchen eins. Klar. Dahinter oder davor? Dahinter. Okay, aber die brauchen auch so irgendwas gartenmäßig. Wollen die Blumen kriegen? Was Blaues, die blauen Pilze. Ein bisschen einfallslos. Okay, blaue Pilze. Ist da oben so? Ja. Ja, ne? Haben die ihren eigenen Pilz. Aber wir wollen noch irgendwas Cooles. Ich wollte den Zaun eigentlich haben. Ja, dann bau den Zaun noch. Ja, was mache ich mit dem Zaun? Wo kommt der hin? Da. Da? Mhm. Vollkommen deplatziert. Das ist jetzt halt einfach ein Zaun. Boah, ein Zaun, warum nicht? Kann man mit den Wohnhäusern was machen? Ich glaube, das ist ein Nein.
Okay, okay. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. In der 3-Stunden-Folge? Nein. Diesmal konnte ich leider nicht durchringen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. In der 3-Stunden-Folge!